Einen wunderschönen guten Abend. Hallo zusammen. Hallo Saarland. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank. Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe und ich freue mich, dass ich da hinterm Vorhang jetzt gleich einen Künstler habe, der, ja, man kann sagen, internationales Renommee hat. Er tritt im Ausland auf, verdient sich da seine Lorbeeren, hat in Deutschland sogar den RTL Comedy Grand Prix gewonnen. Mhm. Ja, jetzt ist er öffentlich-rechtlich geworden. Man sagt mir, das sei ein Aufstieg, hoffe ich. Ich wollte einfach ein bisschen internationales Flair jetzt auch in meiner Ankündigung haben und deswegen habe ich angefangen, indem ich in jede Zeile meines Gedichts ein Fremdwort eingebaut habe. Ich glaube, das ist ein bisschen mit mir durchgegangen. Comedy mit Ethno-Touch ist sometimes eher geht so much, wenn wer im Monolog so fies his Herkunft through the cocoa zieht. This junger Künstler hier ist different, weil er many other Kniffs kennt. Whence he comes, I won't verrat, that is not really meine Art, nur so much, he is gut gelaunt and comes echt in the world around. And so, as Rache for the jet lag, kriegst hier jedes Land its Fett weg. Einer, who mit purem Fun zeigt Schrullen der Kulturen an, der auch mal like a Zobel beißt, his comedy is globalized. The Botschaft klingt like Blumenkind, dass we halt alle human sind. Wer hier Serie und TV, dann Gags and the Diversity. A Kumpelguy, a Stimmungskennen, all the girls wollen with him pennen. Der sich einburnt wie ein Tattoo. Make some Lärm, Salim Samatou! Vielen Dank, danke sehr, vielen Dank, vielen Dank, danke sehr, vielen Dank, danke sehr, vielen, vielen Dank, danke sehr, vielen, vielen Dank, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, meine verehrten Damen und Herren. Es ist wirklich eine große Freude für mich, hier zu sein. Ich bin wirklich den Tränen nahe. Für mich geht sowas wie ein Kindheitstraum in Erfüllung. Wirklich, ich wollte schon immer hier sein. Und ja, Sie haben richtig gehört, Gewinner des RTL Comedy Grand Prix. Hat Ihnen hier irgendjemand geschaut? Absolut niemand. Perfekt. Wir gucken nur SR, ne? Ich weiß nicht mal. Ich wusste nicht mal, dass es diesen Sender gab. Deswegen vielen Dank. Es ist eine große Freude, auf dem Sender zu sein. Perfekt, es ist wirklich eine große Freude. Und das ist das Verwirrende, ne? Niemand hat das geschaut. Das ist immer das Verwirrende im Fernsehen und an diesen Quoten. Die sagen immer, das schauen über Millionen Leute, Millionen, niemand. Nicht mal meine Mutter hat diese Sendung geguckt, ne? Ich dachte, danach gehe ich raus, danach müsste mich jeder Vierte in Deutschland erkennen. Niemand, nicht mal jeder 25. hat mich erkannt, ne? Ich wurde nur ein einziges Mal wiedererkannt. Ich werde den Tag nie wieder vergessen. Ich war wirklich den Tränen nahe. Das war in der Regionalbahn hier, ne? Auf dem Weg nach Saarbrücken. Auf einmal stand da so ein Herr auf, der so, hey, Sie kommen mir ziemlich bekannt vor. Ich habe mich gefreut. Ich so, jawohl, habe meinen Autogrammarm aufgewärmt, ne? Ich dachte, jawohl, jetzt geht's los. Und dann der Herr so, sind Sie nicht letzte Woche schon schwarz gefahren? Und ich so, okay, Fans sind Fans. Wie viel? 60 Euro? Ey, geht aufs Haus, ne? Und dann wissen Sie gar nicht, was der erste Preis war. Der erste Preis von diesem Wettbewerb war nämlich eine Reise nach St. Ingbert. Wirklich, Leute, ich musste so lange überlegen, um mich zu erinnern, wo ich gerade bin. Deswegen. Sie wissen ja, was man sagt. New York, London, St. Ingbert, ne? Wer es hier schafft, schafft es auch in St. Wendel, ne? Ganz genau. Okay, das war doch euer Assi-Viertel, ne? St. Wendel, ne? Respekt. Ist hier jemand aus St. Wendel? Nee, ne? Niemand, perfekt. Doch, eine Person. Ich liebe St. Wendel, wirklich, Leute. Alle DVDs von ihm gekauft, ist wirklich der Hammer. Und Sie haben richtig gehört, mein Name ist Salim Samatou. Ne? Ich bin ehrlich gesagt auch etwas irritiert, ne? Weil ich habe den lieben Moderator vorher gefragt, hey, wie ist das Publikum heute hier in St.
Ingbert, ne? Wie ist das Publikum heute hier? Und dann meinte der, ey, mach dir keine Sorgen, das Publikum ist richtig bunt gemischt, es ist richtig divers, es ist ein richtiger Melting Pot. Und, und ich sehe jetzt erst das Publikum, ne? Und bemerke jetzt erst, ich bin dieser bunte Teil und... Deswegen bin ich sehr verwirrt und damit wir das direkt mal geklärt haben, mein Name ist Salim Samato. Ne? Sie dürfen alle mal erraten, woher ich ursprünglich komme, also von vorher. Hauen Sie raus. St. Wendel, ernsthaft? St. Wendel, ganz genau. Ich meinte vorher, vor der Bootfahrt, ne? Sie verstehen, was ich meine, ne? Von vorher. Ich habe das letztens in St. Wendel versucht. Wir standen da 20 Minuten, ne? Keiner wusste. Also von vorher. Hauen Sie raus. Algerien. Wer hat's gesagt? Sie vorne in der ersten Reihe. Riesenapplaus an den Nationalitätendetektor. Good man. Wirklich. Respekt. Wirklich. Algerien. Ich bin nämlich Inder und das ist ja fast dasselbe, ne? Also von der Das ist wirklich sehr knapp. Je nachdem, was für ein Erdkundebuch man hatte, ne? Deswegen alles dieselbe Hotline, ne? Und alles dieselbe Hotline und eine andere Endwahl, ne? Und ich bin wirklich sehr froh, hier zu sein. Ich habe wirklich einen Grund zum Feiern, meine verehrten Damen und Herren, denn ich bin vor kurzem Vater geworden bei Sims, ne? Ich habe es wirklich geschafft. Und wirklich sehr froh darüber, jetzt bei Sims Vater zu sein. Und es ist eine große Herausforderung, Vater zu sein, weil man muss ja seinem Sohn dann einen Namen geben. Und in Deutschland ist das eine große Herausforderung, weil es gibt ja jedes Jahr diese Rangliste von beliebtesten Vornamen. Ne? Vor ein paar Jahren war es wirklich kein Spaß, Kevin. Ne? Die waren richtig enttäuscht, diese Eltern, ne? Die das... diesem Jahr dann ausgewählt haben. Und ein paar Jahre davor war es Helmut und es ändert sich jedes Jahr. Und mir ist aber aufgefallen, diese Rangliste gibt es nur hier bei uns. Diese Rangliste gibt es nicht in Indien, Algerien, Sudan oder sowas, ne? Oder in der Türkei. Diese Liste müsste nie ausgetauscht werden. Wissen Sie, was ich meine? Jedes Jahr würden die da hingehen und nun der beliebteste Vorname 2000 Jahre in Folge. Mohammed, Riesenapplaus an Mohammed, du hast es geschafft. Hier ist dein Dönerpokal, ab nach Hause. Ne? Das war's, ne? Das würde sich nie ändern. Und wir hier in Deutschland sind die Einzigen, die so dessen Namen so am Ablaufdatum dran haben. Zum Beispiel mein Lieblingsname, ich habe keine Ahnung, ob es diesen Namen noch gibt, ist Eberhard. Dieser Name ist für mich legendär. Haben wir einen Eberhard heute hier? Nee, ne? Gibt keinen. Boah, dieser Eberhard, dieser Name ist für mich ein Mysterium, wirklich. Weil ich kann mir bis zum heutigen Tag nicht vorstellen, dass jemand mal so ein süßes Baby auf die Welt gebracht hat. Und dann fragt man die Eltern, wie wollen sie diesen Engel nennen? Und dann stehen da die Eltern und sagen, Eberhard, eindeutig. Ich frage mich, wie muss man als Baby aussehen, Ich glaube, man muss schon als Rentner zur Welt gekommen sein, ne? Wissen Sie, direkt so im Kreissaal, das Baby kommt raus mit Rollator sofort. Guten Tag, ich würde gern Falschparker melden, ne? Und dann, willkommen Eberhard, ne? Ich dachte, so klingt der Anführer von einer Wildschwein-Gang, ne? Man geht so durch den Wald, alles ramponiert. Wer war das? Das waren die Schweine. Wer ist die Anführer? Eberhard, da vorne läuft er. Böser, böser Eberhard, ne? Und es ist aber sehr wichtig, wirklich in der heutigen Zeit redet man sehr viel über Diskriminierung und so ein Kram. Man denkt nie darüber nach, was für ein schweres Pflaster man trägt, wenn man den falschen Namen hat. Beispielsweise meiner Meinung nach, die Leute, die am gestraftesten sind, sind all die, deren Nachname mit A beginnt. Wirklich, weil die müssen in der Schule
In der Ausbildung, auf der Arbeit, bei diesen Gruppenpräsentationen müssen die immer alles zuerst machen. Die sind quasi die Versuchskaninchen für alle anderen. Das Paradebeispiel ist Bockspringen. Ich weiß nicht, ob Sie das... Kennen Sie diesen Bockspringen? Sie kennen das alle, ne? Diesen Bock... Ne? So... Mein Sportlehrer hat nie irgendwas vorgemacht. Mein Sportlehrer sah aus wie Rainer Kallmund mit Fukuhila, ne? Das war mein... Wirklich, der kam so mit Axel-Shirt, Sixpack Oettinger, guten Tag, heute machen wir Bockspringen. Viel Spaß. Und wir so, mach doch vor, niemals, viel Spaß, ne? Und dann war man so dankbar, wenn der eigene Nachname nicht mit A begonnen hat. Wirklich, die Türken haben alle getanzt, weil die hießen alle Yildiz und Yilmaz, ne? Die waren alle, oh! Oh, ja, mal schicke dem, ne? Wirklich, die haben Baklava ausgeteilt, wirklich, alles aufs Haus, ne? Und der Erste, ich werde seinen Namen nie wieder vergessen, sein Name war Albrecht Ambrecht, ne? Der war wirklich... Der musste zweimal alles vormachen, ne? Das wirklich... Der war unser Minenläufer, ne? Sozusagen, ne? Der Minenläufer, genau. Der hat sich die Klöten gebrochen, ne? Und wir standen da, okay, so machen wir es nicht, danke sehr. Danach Berthold Bechtret, auch kastriert, wir, jawohl, danke sehr. Ich war so dankbar für meinen Namen, Salim Samatu, Leute, ich war wirklich so dankbar. Egal welche Position, ne? Ich hab, alles was ich sagen will ist, wenn ich mal einen Sohn hab, den nenne ich Zorro Cyan Carlos, ne? Der wird der Bockspring-Weltmeister werden, wirklich, der wird. Und der wird die Hausaufgaben immer haben. Weil in der Zeit, wo die anderen überprüft werden, hat der die schon viermal abgeschrieben, ne? Und verkauft die an Zimmermann und Zumwinkel, ne? Das wäre hier was. Das ist wirklich sehr wichtig und ich versuche meinem Sohn schon aufs Leben vorzubereiten, ne? Das ist mir sehr wichtig. Und ich bin vor kurzem mit ihm in die Schweiz gereist. War hier irgendjemand schon mal in der Schweiz? Perfekt, jeder von Ihnen. Waren Sie auch vor kurzem dort? Schon eine Weile her. Da habe ich erst gemerkt, wie schlimm es um unseren Wechselkurs steht. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin zu D-Mark-Zeiten aufgewachsen. Du wusstest, diese D-Mark, du hast immer für eine D-Mark hast du Butter gekriegt, ein Pferd, vier Schuhe, ne? Diese D-Mark hat immer Wert gehabt und ich wusste nicht, wie schlimm es um diesen Euro steht, ne? Durch diese ganzen Krisen und so ein Kram, ne? Ich komme da an, ich, wirklich, wahre Story, ich wollte 500 Euro wechseln am Flughafen und wollte Schweizer Franken und die Frau hat mir nichts mehr zurückgegeben. Die stand da, vielen Dank, die Wechselgebühren sind nun gedeckt. Verschwinden Sie, ne? Das war's, muss ich weggehen. Und deswegen ist mir das sehr wichtig, dass ich meinem Sohn vorbereite auf das jetzige Leben. Ich versuche ihm sehr schnell Lesen beizubringen. Deswegen lese ich ihm immer aus den Kinderbüchern vor, ne? Aber diese Kinderbücher verwirren mich zutiefst. Denn da steht immer drin, der Hund macht... Wow, wow, ganz genau. Ich suche bis zum heutigen Tag noch einen Hund, der wow, wow macht, ne? Was war das für ein Zoologe, der immer diese Geräusche rausgefunden hat? Ich wäre gern dabei gewesen. Machst du noch mal die Schweine? Na klar. Oink, oink, das war ganz klar. Oink, oink, bitte im Voraus bezahlen. Ne? Jetzt kommt's. In unterschiedlichen Ländern machen die andere Geräusche. In Indien zum Beispiel macht der Hund in den Kinderbüchern, kein Witz, garing, garing, ne? Wie bekifft war dieser Inder, würde ich wissen. Was hat der genommen? Garing, garing, er hat gemacht, 100%, take it and go, ne? Wissen Sie, wie traumatisch das war, als ich letzten Sommer mit meinem Hund nach Indien geflogen bin? Der kam da raus, wow, wow, die anderen Hunde gucken ihn an, garing, garing, der so, oh. Not my dialect, what is he talking about? I don't know, ne? Wir mussten uns einen Dolmetscherhund besorgen, ne? Der... Und wegen dieser Lautschrift, wegen diesen Sprechblasen, suche ich bis zum heutigen Tag noch jemanden, der so schlafen geht. Z, 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 z,
Ich meine, ich habe im Altersheim gearbeitet, ne? Ich kenne mich mit schlafenden Eberhards aus, ne? Ich habe noch nie einen aufgeweckt. Aufwachen, Eberhard! Hörst du nicht, dass ich schlafe? Z. Passieren. Und ich bin wirklich großer Tierfreund, ne? Ich habe 4 Hunde, wirklich. Sie sollen nicht denken, dass ich irgendwie Hunde nicht mag. Ich mag alle Tiere. Außer Wespen, ne? Wespen sind die einzigen. Jawohl, ein Wespenhasser im Publikum. Respekt. Wirklich, ich hasse auch immer die Leute, die sagen, hallo, die bestäuben, die machen sehr viel Leistung, die können gar nicht bestäuben, weil die sind viel zu sehr beschäftigt, mein Omelett zu klauen, ne? Wie sollen die dann, die können ja nicht beides machen, ne? Und mit Fliegen habe ich kein Problem, wenn eine Fliege kommt, man wischt sie weg, fertig. Aber bei Wespen, egal was für ein krasser Eberhard man ist, bei einer Wespe entsteht immer so ein Geiseldrama, jedes Mal. Es kommt eine Wespe, nicht bewegen, nicht bewegen, ist sie weg? Tu ihr nichts, dann tut sie dir auch nichts. Von wem ist dieser Tipp bitte? Tu ihr nix, dann tut sie dir auch nix. Wen hat man da gefragt? Die Wespe selbst oder was? Ich verstehe nicht. Danke sehr fürs Omelett. Wir gehen nach Hause, ne? Wirklich. Eine Wespe ist quasi eine Fliege mit einem Klappmesser bewaffnet. Und einem Assi Dortmund Trikot, ne? 1-2-1. Und ich habe oft mit wissenschaftlichen Beiträgen gelesen, wie man sich gegen Wespen am besten schützt. Und es ist wirklich kein Witz, die Wissenschaft sagt, besorgen Sie sich einfach Hornissen. Weil wirklich, Hornissen verspeisen Wespen wie Afrikaner Chicken Wings. Wirklich, das ist wirklich kein Witz. Nehmt die zack, zack, zack. Aber das finde ich faszinierend. Wenn du Wespen als Problem hast, besorg dir Hornissen. Wir alle kennen das doch, oder? Wir haben ein Rattenproblem und besorgen uns einen Komodo-Varan, ne? Damit der dann. Was machen wir mit dem Komodo-Varan? Wir besorgen uns einen Eberhard, ne? Und dann haben wir ultimative Nahrungskette, ne? Und wirklich, ich liebe Tiere, außer Wespen. Und mir ist aufgefallen, dass sogar manche Tiere rassistisch sein können. Das wusste ich selber nicht, das war ein großer Schock für mich. Beispielsweise Schnecken. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass nur weiße Schnecken Häuser haben? Leute. Wirklich so. Und die Schwarzen sind immer obdachlos. Wirklich, ist kein Witz. Ist wirklich. Und wir alle unterstützen das mit unserem Verhalten. Wir treten auf eine weiße Schnecke. Oh, auf eine schwarze. Es ist wirklich so. Gleiches Spiel bei Ratten. Graue Ratten sind in der Kanalisation. Böse, böse. Weiße Ratten dürfen im Labor chillen. Kriegen die neuesten Medikamente, ne? Als erstes ohne Krankenversicherung, kein Problem. Aber der schlimmste Fall ist bei Tauben. Wirklich, Tauben ist wirklich der krasseste Fall von Tierrassismus. Denn alle zusammen, wofür stehen weiße Tauben? Frieden, ganz genau. Hochzeit, ganz genau. Und wofür stehen die Bahnhofstauben? Ratten, ganz genau, da kommen sie wieder. Ratten der Lüfte, die stehen für nichts, sind die Assis der Straßen. Aber sind wir mal ehrlich, sieht nicht jeder von denen aus, als ob die Sidos meinen Blog hören würden den ganzen Tag? Wirklich, allein wie die rumlaufen. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Blog, meine Stadt, mein Bezirk. Ich habe letztes Mal einen Flug gebucht nach Indien, ne? Und dann kommt da, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon erlebt haben, ich wollte einen Flug buchen und dann kommt da, beweisen Sie, dass Sie kein Roboter sind. Haben Sie alle schon mal erlebt, ne? Wo ich mich frage, wie viele Roboter sind in der letzten Zeit nach Indien geflogen? Dass die Inder gesagt haben, genug von diesen Roboter, wir können... Stop the Robots, ne? Mit so Schildern, Stop the Robots, ne? Wie oft kam das vor, dass sie im Flieger sitzen? Da kommt die Stewardess. Möchten Sie auch Tomatensaft? Babab, bip, bip. Ah, ein Roboter. Was ich aber faszinierend finde, ist die Art und Weise, wie sie beweisen, dass sie kein Roboter sind. Welches dieser Bilder ist ein Stoppschild? Das ist das Kryptonit eines jeden Roboters? Stoppschilder? Nur damit ich das verstehe.
wir haben Roboter, die gehen zum Mars, analysieren das Gestein und schicken zurück, ob da Leben möglich ist. Aber zeigst du denen ein Stoppschild? Kurzschluss. Wie gesagt, bin trotzdem nach Indien geflogen. Ne? Ich weiß nicht, ob hier... War hier schon mal jemand in Indien? Krass, wo waren Sie da? Delhi? Good man, meine Heimatstadt. Dann können Sie das bestätigen. Ne? Sie müssen echt aufpassen, wenn Sie nach Indien fliegen, weil da ist manchmal bis zu 18 Stunden Zeitverschiebung, aber der Flug dahin dauert nur 10 Stunden. Das heißt, Sie kommen da an, es ist mittwochs, aber bei uns in Deutschland ist es noch dienstags. Sie reisen quasi in die Zukunft, lassen die Vergangenheit aber hinter sich. Denn ich habe meinen Ausweis verloren, habe bei mir zu Hause angerufen und ich selbst bin an den Hörer gegangen. Ne? Ich weiß nicht. Das ist auch eine Sache, die müssen wir unseren Kindern besser erklären, diese Zeitzonen. Ich weiß noch genau, als Kind hat man uns immer erklärt, die Breitengrade sind fürs Klima und diese Längengrade sind für die Zeitzonen. Aber diese Zeitzonen treffen sich ja alle oben und unten an den Polarkappen. Meine Frage, was haben denn die Eskimos für eine Uhrzeit? Wie laufen die da rum? Hallo Eskimo, wie spät ist es denn bei dir? Da wo du stehst oder wo ich stehe? Denn hier ist es genau 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr. Da kannst du gar nicht zu spät kommen. Das ist der beste Ort. Hallo, du bist 2 Stunden zu spät, 1 Stunde. Ich liebe deine Pünktlichkeit. Ne? Ist, ja. Da muss man Schüler sein, wirklich. Du schreibst deine Klausur, es ist Abgabe. Okay, du hast noch 1 Stunde. Perfekt, läuft wie geschmiert. Ne? Und es sind viele Sachen, die man wirklich... Wo man so im Unwissenden bleibt. Beispielsweise, was mich am meisten fasziniert, wir hatten immer in der Schule, ich habe halt Biologie studiert, wirklich bei Sims, und da war eine Sache, die mich am meisten fasziniert hat. Und zwar hatten wir in der Schule immer so eine Eidechse, die wir pflegen mussten. Hatten Sie das auch? Hatte überhaupt jemand eine Eidechse gehabt? Auch nicht, ne? Sie hatten eine Eidechse. Lebt die noch oder ist Game Over? Lebt noch? Tot. Krass. Das ist aber verwirrend, weil das Problem ist, ich sag Ihnen, für all die, die keine Eidechse haben, er kann es bestätigen, besorgen Sie sich einfach einen Lederschuh und malen Sie Augen drauf. Das ist die beste Alternative. Weil das Vieh bewegt sich nie. Ist immer so eingefroren. Ich habe den 5-mal schon weggeschmissen, weil ich dachte, der wäre tot. Dann bewegt er sich so 1 Millimeter und dann muss ich ihn wieder zurückholen. Und das Schlimme ist, die sind Kaltblüter. Das heißt, die brauchen immer dieses Licht, damit die das hier machen können. Und sobald das Licht aus ist, sind die komplett tiefgefroren. Wie diese silberlackierten Rumänen an Hauptbahnhöfen. Kennen Sie die? Sie wissen, über wen ich rede, ne? Diese Leute, die immer so eingefroren sind, dann wiffen sie den 50 Cent rein, dann machen sie so einen Move und dann können die weitergehen, ne? Wirklich, das ist dieser Evolutionschart von Charles Darwin. T-Rex, Eidechse, goldener Rumäne, ne? Das ist wirklich... Das ist wirklich kein Witz. Und es sind viele Sachen, die mich... Es gibt nur eine Sache, die richtig lobenswert ist bei diesen Eidechsen. Was ich, das ist der einzige Grund, warum ich die überhaupt geholt habe. Und zwar gibt es immer diesen Moment, wo man die füttert mit so Heuschrecken. Ne? Und danach muss man warten, bis die jagt und dann mittendrin das Licht ausmachen. Bestes. Das Ding kommt rein, Eidechse rennt los, Licht aus, er ist eingefroren, guck dich an, hast du die Stromrechnung nicht bezahlt? Unverschämtheit, ne? Und dann siehst du die Eidechse richtig so am Einfrieren, weil dann wollte ich die natürlich zurückgeben, mehrmals. Du denkst wahrscheinlich auch, die ist tot, dabei ist sie da irgendwo eingefroren. Warum hat er mich hier verbuddelt, ne? Unverschämtheit, ne? Weil es gibt viele Sachen, wo man sich halt fragt. Weil ich war zum Beispiel letztens in Liberia, weil wirklich meine Freundin ist bei Ärzte ohne Grenzen. Wirklich, meine Freundin ist sehr exotisch auch. Sie ist halb Eskimo, wirklich halb Eskimo und halb erfunden, ne? Ist also super exotisch, ne? Wirklich. Ihr Name ist Fiktiva, ich liebe sie wirklich wie ein Sohn. Aber ich war mit ihr in Liberia, ne? Und da haben wir Nachrichten geschaut. Und da ist mir eine Sache aufgefallen bei unseren Nachrichten, das wir als Einzige machen. Und zwar, Sie wissen ja immer, wenn irgendwo Katastrophenmeldungen sind, kommt immer, heute sind in Liberia 3000 Menschen gestorben, darunter 2 Deutsche. Kennen Sie am Ende immer diesen Shoutout? Diesen, hey, wir waren auch da. Vergiss nicht, wer seinen TUI-Gutschein eingelöst hat, ne? Und mir ist aufgefallen, egal wo auf der Welt jemand stirbt, es sind immer 2 Deutsche dabei.
Sind das immer dieselben, oder was? Ich verstehe nicht. Egal wo. Letztens Antarktis-Bericht, heute ist hier ein Eisbär verunglückt, darunter zwei Deutsche. Ne? Siehst du so zwei eingefrorene Jack-Wolfskin-Jacken, so wirklich. Hier liegen Reinhold und Eberhard, ne? Wirklich richtig traurig. Aber wir sind das einzige Land, was das macht. Beispielsweise war ich dort auch und habe dort sehr viel versucht zu erforschen und sowas. Und da war eine Sache, wo ich ganz lange mit denen geredet habe. Beispielsweise, zum Beispiel Sie, der Herr, in der zweiten Reihe. Können Sie Asiaten voneinander unterscheiden? Null, ne? Zero, 0,0. Perfekt, danke sehr. Wirklich, viele haben ein Problem damit, das zuzugeben, weil man glaubt, man outet sich dabei als Rassist. Null. Es hat nur was damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind. Beispielsweise unter 3-jährige Kinder können alle Gesichter noch unterscheiden. Sogar Affengesichter. Die wissen genau Donkey Kong, Diddy Kong, King Kong. Ne? Aber umso älter wir werden, umso mehr fokussieren wir uns auf die Gesichter, die wir am meisten um uns drum haben. Zum Beispiel haben Sie in Ihrer Kindheit oft mit Asiaten abgehangen? Null, ne? Null. Er ist reingegangen, einmal 39 süß-sauer und wieder raus, ne? Direkt. So wie beim Staffellauf. Gib mir die Nudeln und raus, ne? Das ist überhaupt kein Problem, wirklich null. Kein Problem. Weil bei mir ist das verkehrt herum. In Indien haben wir keine Blondinen, ne? Wirklich null. Deswegen kann ich bis zum heutigen Tag keine Blondinen unterscheiden. Wenn ich Fernsehen gucke, ich weiß nicht, ist das jetzt Heidi Klum, Claudia Schiffer oder Thomas Gottschalk? Ich habe keine Ahnung, ne? Alles selbe Person. Und mein Freund Ronny, der ist wirklich mein bester Freund, Ronny, der ist wirklich aus dem Osten, ne? Der kommt wirklich hier in Dresden, richtiges Beast from the East, ne? Der ist richtiger Mauerläufer, ne? Auf jeden Fall, der kam letztens zu mir und hatte voll die Identitätskrise. Der kam zu mir, der so, Mann Salim, ich kann Afrikaner nicht unterscheiden, macht mich das rassistisch? Habe ich ihm gesagt, nein, null. Und habe ihm all das erklärt, was ich gerade gesagt habe. 2 Jahre, Kinder, Affengesichter, bla bla bla. Der so, okay, ich hab's kapiert. Der hat gar nichts kapiert, ne? Weil eine Woche später habe ich mich mit meinen besten afrikanischen Freunden getroffen und der war dabei, ne? Ich habe es ihm vorgestellt. Ich so, hey Ronny, das sind meine besten afrikanischen Freunde, Chukuma, Mbele und Nwamakwekwe, ne? Das ist, der heißt wirklich Nwamakwekwe, ne? Der kommt wirklich aus Südafrika. Ich habe seinen Ausweis gesehen. Der wird geschrieben, Ausrufezeichen, X, wirklich Batman-Symbol, Sonderzeichen, ne? Ist wirklich. Nachname ist noch so ein Kreuzworträtsel, ne? Muss man noch lösen, ne? Auf jeden Fall stell sie ihm vor, ich so, hey Ronny, das sind meine Freunde. Und Ronny, der Vollpfosten, geht hin und sagt, schönen guten Tag, ich kann euch gar nicht so gut unterscheiden, aber, nimmt mir das nicht persönlich, der Salim hat mir durch ihn erklärt, ihr seid für mich wie Affen. Was? Das war das letzte Mal, dass ich Ronny gesehen habe und das war wirklich very sad. Dann waren wir danach, haben wir auf jeden Fall ein Begräbnis für ihn gemacht. Und es gibt viele Sachen, wo jeder hat ja immer ein Problem, was er mit sich rumzutragen hat. Beispielsweise mein Problem ist wirklich, ich bin 1,75 an einem guten Tag, ne? Guten Tag. Und mein rechtes Bein ist 5 cm kürzer als das linke. Leute denken also immer, ich bin voll der krasse Hip-Hopper. Dabei humpel ich einfach nur seit der Geburt, ne? Deswegen kann ich auch nie von irgendwelchen Leuten weglaufen. Weil wenn man wegläuft und das Bein ist zu kurz, man läuft die ganze Zeit im Kreis, ne? Man merkt es aber nicht. Und deswegen verbiete ich auch immer meiner Freundin, High Heels zu tragen. Weil wenn sie High Heels trägt, ist sie größer als ich. Und wenn wir dann Händchen halten durch die Stadt laufen, ist das größte Blamage aller Zeiten. Das sieht dann aus, als ob sie Gassi geht. Mit einem Affen, ne? Jedes Mal. Sie hören so von irgendwelchen Umherstehenden, oh mein Gott, sie hat ein Flüchtlingskind adoptiert, das ist so tapfer. Nein, mein Bein ist nur zu kurz. Oh, es ist auch noch verletzt, wow, das ist so tapfer. Das ist immer die Probleme, die wir haben. Beispielsweise auch mein Kryptonit, ich gehe niemals mit ihr ins Kino, niemals. Besonders nicht bei diesen Hollywood-Stars wie Brad Pitt oder sowas. Weil diese Leute ziehen immer ihr T-Shirt aus in so einem Striptee. Jedes Mal, if you like pina coladas. Stehen die da mit so Eiswürfeln an den Nippeln und Photoshop, stehen die da so. Und wir sitzen da mit so Käsenachos, ne? Und dann, Schatz, ich habe auch Käsesoße dabei, wenn du Käsesoße brauchst, ne? So. Wir dürfen aber nie was sagen. Wir müssen immer Pokerface aufsetzen. Ne? Keine Chance, weil dann kriegen wir von der Frau immer diesen Blick. Channing Tatum, Brad Pitt, wow, ich bin hier mit dir.
nimm dir mal ein Beispiel, ne? So, das geht aber nur so. Später in dem Film kommt Angelina Jolie, ne? Da können wir als Mann aber nicht sagen, oh, jetzt nimm du dir mal ein Beispiel, ne? Nein, das... Da müssen wir Pokerface aufsetzen. Da müssen wir so tun, als ob wir das nicht mal sehen würden, ne? Da müssen wir uns auf Hintergrunddetails fokussieren. Sitzen wir da, Angelina Jolie macht so ein Strip-Dee und wir sitzen da. Das im Hintergrund ist eine Fichte. Kannst du das erkennen? Das ist wirklich peinlich für alle Beteiligten, ne? Und es sind viele Sachen, die ich versuche halt auch... Manchmal verändert sich die Welt so schnell, dass ich mir die guten alten Zeiten zurückwünsche. Also nicht alten, sondern so mittendrin. Ne? Beispielsweise, kennen Sie noch früher, als man sich die Hände gewaschen hat, gab es doch diesen Klumpen Seife, ne? Diesen... Wissen Sie, wovon ich rede? Kernseife, heißt das hier? Kernseife. Nee, nicht drin, hä? Also Kernseife nennt man diesen Stein. Okay. Also, ne? Moment mal, verarschen Sie mich gerade? Nein, der heißt... Heißt der wirklich Kernseife? Nicht Kern. Einfach nur Seife. Okay. Aber es ist fest, ne? Sie wissen... Nur mit jeder mit am Start ist, ne? Für die Sandwendler heute, ne? Also passen wir auf. Hier, diesen festen. So, der, mit dem kamen wir klar, ne? Fest, alles gut. Dann gab es den nächsten Schritt, Flüssigseife, ne? Diesen... Das war auch in Ordnung. Aber jetzt gibt es mittlerweile direkt den Schaum. Wie faul sind wir geworden als Gesellschaft? Wie viele Leute haben sich da beschwert und gesagt, was, ich muss meinen eigenen Schaum produzieren? Unverschämtheit. Da laufe ich lieber weiter rum mit Kacke an meinen Händen, ne? Und nicht nur das, diese Portionen sind der größte Unverschämtheit. Immer dieses Pssst, immer so ein Fliegenschiss. Das reicht ja wohl für den ganzen Körper, dann wollen wir mal, ne? Und es gibt auch keinen Hebel mehr. Hebel sind auch scheinbar von vorgestern. Jetzt gibt es immer diese Sensoren, wo man so einen Schamanentanz hinlegt. Ohne Warm-Heiß-Regelung, ne? Immer du hast 12 Sekunden Zeit, um deine Hand nass zu machen mit ein paar Tropfen und diesem Fliegenschiss. Okay, dann wollen wir mal, ne? Und das Gleiche bei diesen Papierspendern. Ich weiß noch, früher hat man dran gezogen, alles gut. Aber das hat man aus Sicherheitsgründen entfernt. Sicherheitsgründen? Wie viele Leute sind daran tragisch verunglückt? Wie oft ist das passiert? Ah, mein Knie, Unverschämtheit, ne? Und jetzt gibt's da auch diesen Schamanentanz. Spende mir Papier, spende. Wissen Sie, wann man sich richtig blamiert? Wenn die Dinger leer sind, wirklich. Dann steht man da. Bin ich nicht des Papieres würdig? Am allerschlimmsten finde ich, ich weiß noch früher, aber diese Duschköpfe zum Beispiel, da gab es normalerweise eine Option, wo Wasser rauskommt und man hatte dann, ne, Kern, was auch immer das ist, ne, hier. Und jetzt gibt es da auch 15 verschiedene Sorten. Dieser, wo nur ein Strahl rauskommt. Für wen ist das genau? Ich verstehe das nicht. So, ich will duschen, aber ich will in 15 Stunden erst raus. So, weißt du, ich tue. Ich wollte schon immer wissen, wie es ist, angepinkelt zu werden. Dann wollen wir mal, ne? Die größte Verarschung ist aber die Option Massage. Das ist wirklich die größte Verarschung, wo dieses spuckende Kamel die ganze Zeit kommt. Pss, 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 pss. Wo ich mich frage, bei welcher Massage waren die denn, wo das so abging? Wo der Masseur gesagt hat, okay, legen Sie sich hin. Sind Sie bereit für die Massage? Dann wollen wir mal. Alles klar, rausgehen. 20,44 €. Spende mir Papier, spende. Weil es gibt verschiedene Sachen, wo man übertrieben überfordert ist. Beispielsweise auch, ich weiß noch hier, sogar in Saarbrücken gesehen heute. Früher bei diesen Raststätten-Toiletten ist man einfach hingegangen, hat seinen Euro reingeschmissen und dann konnte man sein Geschäft erledigen. Jetzt kann man aber mit Kreditkarte bezahlen. Ich schwöre es Ihnen, wirklich, bei Sanifair, man geht hin und hält seine Kreditkarte da dran, man gönnt sich jetzt quasi seinen Knödler, ne? Wenn Sie schon immer gedacht haben, Sie geben Geld für Scheiße aus, jetzt nehmen Sie einen Kredit auf für Scheiße. Wirklich, diese
Kreditkartenabrechnung dreht komplett durch. Da steht so einmal Miete, eine Jeans und einmal Knödeln, ne? Was? Wirklich, das ist unfassbar. Mein Steuerberater dreht komplett durch. Der so, wie soll ich das denn buchen? Mach's unter interne Ausgaben, leg los, son. Und dann wurde's richtig übel. Und zwar habe ich da für meine Freunde auch Knödel ausgegeben. Ich so, ey, komm, ich hab Spendierhosen an, los geht's, ne? Und auf einmal, dieser Klomann, dem war das nicht ganz koscher, ne? Der wurde dann auf einmal zum Teilzeitdetektiven, der so, hallo, kann ich mal kurz Ihren Ausweis sehen? Ich so, warum? Er so, kann sein, dass die Kreditkarte gestohlen ist. Her damit. Wirklich, kommt das so häufig vor, dass ein Dieb jemandem die Tasche klaut, rennt um sein Leben weg, sieht diese Kreditkarte und das Erste, was er sich denkt, ist, jawohl, jetzt gehe ich erstmal auf seine Kosten kacken. Wirklich, das ist wirklich extrem. Ich weiß, ich mache mir manchmal Sorgen um die Welt, so wie sie sich entwickelt. Aber es gibt nur eine Sache, die wir endgültig verändern müssen, damit wir wirklich diese Missverständnisse ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Wirklich, weil es gibt bestimmte Produkte, die sorgen für so viel Verwirrung, das müssen wir endgültig begraben. Beispielsweise kennen Sie hier alle, sind Sie alle vertraut mit dem Produkt namens Dickmanns? Sehr gut. Sie alle wissen, dass es diese großen Schwarzen, die heißen Super Dickmanns, ne? Ihnen ist auch bewusst, dass es die Weißen, die gibt es nur als kleine, die gibt es nicht als groß, die gibt es nur klein. Er ist ein Mini-Dickmanns, ne? Für all die, die Englisch in der ersten Klasse abgewählt haben, Dick heißt auf Englisch, ist das der Begriff fürs männliche Glied, ne? Wissen Sie, wie traumatisch das war, als letzten Sommer mein Onkel aus Indien hierher kam, die probiert hat, alleine und dann zu uns kam ins Wohnzimmer. Der kam da rein, hat die Tür aufgetreten. Oh mein Gott, Salim, I love Dick Man. Wir was? What kind of Dick Man? A big black super Dick Man. I don't like the white one. The white one is too little for my mouth. I want the big one. Was? There's a, once you go black, you never go back. Ne? Ich so, das ist wirklich. Deswegen, das müssen wir ein für alle Mal ändern und dann wird die Welt wirklich auch annähernd ein bisschen besser. Und es gibt nur eine Sache, die heutzutage ist wirklich was Ernstes, was mir noch am Herzen liegt. Aber dafür muss ich den Beamer aufbauen. Ne? Also wenn wir ganz kurz eine 14-sekündige Pause machen, damit er dieses Ding reinrollen kann. Sie, Sir, den ich vorhin gefragt habe mit den Asiaten. Wie haben Sie das erste Mal von Hitler erfahren? Durch die Schule oder durch die Großeltern? Schule. Die Schule, ganz genau. Schule oder Großeltern. Ne? Ich sage Ihnen, wie ich davon das erste Mal erfahren habe. In Indien kannte ich ihn durch die Captain America Comics. Wirklich, Captain America ist sowas wie Superman, Batman. Der Hitler war da der Gegner. Ich dachte immer, der wäre fiktiv. Der wäre wie der Joker, Iron Man, Superman. Der war für mich auf einer Stufe. Ich dachte, kein Mensch kann so aussehen wie Charlie Chaplin. Ne? Das ist unmöglich. Ne? Deswegen dachte ich, er ist fiktiv. Komplett mit allem. Und schauen Sie mal an, wie die ihn dargestellt haben. Als wir die Comics gelesen haben, dann waren da so Dialoge wie oben. Heil, what is los? Sehen Sie das oben? Oben, heil, what is los? Wir dachten immer, der wäre Holländer, ne? Das dachten wir auch noch. Deswegen haben wir immer darüber gelacht, jedes Mal, heil, what is los? Mit Göring da unten am Start, haha, behaltet. Wir dachten immer, die wären Holländer, ne? Ich sag Ihnen, was das Traumatische ist. Das da habe ich mit 7 Jahren gesehen. Und ich kam erst mit 14 nach Deutschland. Genau dann, als das als Lernstoff in der Schule behandelt wurde. Das war für mich der größte Kulturschock meines Lebens. Ich saß dort, wirklich, habe nur 5 kassiert, war traurig. Auf einmal kommt der Lehrer rein, wirklich total verschwitzt, am Overhead-Projektor, der so, heute bearbeiten wir das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Der geht an diesen Overhead-Projektor, der wirklich noch von Thomas Edison persönlich noch benutzt wurde. Ne? Dieses uralte Steinzeit-Ding. Ne? Geht da dran, macht ein Bild von Hitler drauf, der so, wisst ihr, wer das ist? Ich bin sofort aufgesprungen. Ich so, ja, der Gegner von Captain America! Jawohl! Jetzt bin ich mal der Streber. Ne? Und dann
Und der so, nein, den gab's echt. Ich so, was laberst du? Batman auch, oder was? Glaubst du etwa an Superman? Ne? Ich hab mich über den lustig gemacht. Und dann macht er so ein Video von dem an, wo er auf einmal richtig redet. Der so, Gott am Tag, Kameraden, bla bla bla. Der so, und Salim, glaubst du mir? Bist du entsetzt? Ich so, ja, ich bin entsetzt. Der war ja gar kein Holländer, ne? Was ist das für ein Dialekt? Muss er knödeln, ne? Und deswegen habe ich bis zum heutigen Tag ein Problem damit, all diese Leute als ernsthafte Schwarz zu nehmen, weil ich die damals als Witzfiguren immer wahrgenommen habe. Seine komplette Crew, zum Beispiel auch hier, diesen gefährlichsten von allen, ne? Das war das, was mich am meisten verwirrt hat. Er hier, der Heinrich Himmler, der war verantwortlich dafür, die Herrenmenschen, die Spitze der Evolution zu rekrutieren. Was mich daran verwirrt ist, als ich seine Reden gesehen habe, er selber hat 12 Dioptrien. Deswegen waren seine Reden die größte Comedy, weil der konnte kaum diesen Teleprompter lesen. Der stand dann da immer, wir sind die Herren, Herr, was steht da? Ich kann das nicht genau erkennen, gib mir ein Lineal. Dann stand er da, schnell wie ein Windhund, Augen wie ein Adler. Und wir dann so. Auf einmal siehst du die Leute, hallo, wir stehen hier drüben. Ach ja, genau, Augen wie ein Adler. Achtet auf mich, ne? Und seine komplette Crew war so, beispielsweise hier. Göring war übergewichtig, Goebbels war 1,60 Meter, Klumpfuß, ne? Der war wie ich, deswegen durfte er nie marschieren, weil der marschiert sonst die ganze Zeit im Kreis, ne? Deswegen mein Homeboy, ne? Und hier ist die Sache, die am meisten, aber wir leiden wegen denen bis zum heutigen Tag noch darunter, weil man kann sich als Deutscher nie wieder scheinbar seit denen über irgendein außenpolitisches Thema negativ äußern, ohne direkt in eine rechte Ecke gedrängt zu werden. Wirklich, das sieht man jeden Tag bei Diskussionen. Der Ausländer argumentiert, der Deutsche argumentiert. Wenn der Ausländer keine Argumente mehr hat, kann er immer sagen, ach ja, du bist bestimmt ein Nazi. Dann steht der Deutsche da, ist die Diskussion auf einmal beendet und er muss auf einmal erklären, wie sehr er Döner mag. Das ist wirklich, es geht um Atomphysik und auf einmal, du bist ein Nazi. Was, nein, ich esse gern Döner und ich mag auch eure Lieder. Oh, ja, mal schicke dem, ne? Und der Grund, warum das so ein effektiver Joker ist, ist, weil man glaubt, dass die Nazis damals nur Deutsch-Deutsche gewesen sind. Ne? Aber jetzt sage ich euch wirklich aus meinem Kinderbuch, wirklich, mein Opa war Inder, der ist 105 Jahre alt. Ne? Wirklich 105, selbst seine Erinnerungen sind noch schwarz-weiß. Ne? Der ist wirklich, wirklich, für den war der Overhead-Projektor das iPhone 7. Ne? Der ist wirklich richtig, der war noch Kellner beim letzten Abendmahl. Ne? Der war richtig alt, ne? Der ist richtig alt, ne? Der ist alt, ne? Auf jeden Fall war ich bei ihm in Indien und er hat mir dann so alte Bücher von sich gezeigt. Und hier ist wirklich ein Bild aus meinem Familienalbum. Hier sehen Sie meinen Opa in Wehrmachtsuniform. Sehen Sie das? Weil was ich nicht wusste war, wirklich, der war hier halb Inder, halb Araber. Und es gab spezielle Einheiten extra für Moslems. Die nannten die SS Hanjar, ne? Das war wirklich SS Hanjar, ne? Wegen diesem, ne? Und die nannten die nicht Ausländer oder Migranten, die nannten die, kein Witz, Muselgermanen. Ne? Leute, wenn ihr die Wahl habt zwischen Kanake, Migrant und Muselgermane, da ist die Wahl zwischen Hamburger und Cheeseburger schwerer. Ne? Wirklich, ich habe jetzt Muselgermane. Ne? Und deswegen eigentlich, wenn man das jetzt sich vor Augen führt, dass quasi alle Ethnien da miteinander verbunden waren, müsste man eigentlich in Zukunft, falls irgendjemand es wieder wagen sollte, zu sagen, ach ja, du bist bestimmt ein Nazi, kann man jetzt kontern mit, nein, du warst bestimmt auch ein Nazi. Und dann steht der auf einmal da, was, nein, ich mag Holzmichel. Lebt denn der alte Holzmichel noch. Deswegen vielen Dank, bleiben Sie objektiv. Vielen Dank, Salim Samatu, das war's von mir. Danke sehr. Vielen Dank. Salim Samatu! Danke sehr, vielen Dank. Danke sehr. Salim Samatu! Salim, ich glaube, wir gehen noch was. Salim Samatu, hol dir noch einen Applaus. Was ist für ihn? Salim Samatu!